Johann Wilhelm Hey, 1987, 1854. Johann Wilhelm Hey war ein deutscher Pfarrer, Lied- und Fabeldichter. Der Pfarrersohn Wilhelm Hey wächst nach dem Tode seiner Eltern bei seinem Bruder Karl auf. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Gotha studiert er Theologie in Jena und Göttingen. 1811 bis 1814 ist er als Hauslehrer in Appeltern bei Nijmegen in den Niederlanden tätig. Danach wirkt er als Lehrer in einem Gothaer Schulinternat, bevor er 1818 Pfarrer in Töterstedt in der Nähe von Gotha wird. Im Jahre 1827 erhält Hey die Berufung zum Hofprediger in Gotha, wird von hier jedoch 1832 als Pfarrer, Superintendent und Bezirksschulinspektor nach Ichtershausen in Thüringen versetzt. Dort widersetzt er sich dem theologischen Rationalismus, wirkt für ein lebendiges Christentum und engagiert sich für sozial-karitative Maßnahmen und auch eine Hilfskasse für Handwerker, eine von ihm selbst betreute Fortbildungsschule für Handwerkerlehrlinge und ein Kinderheim, das arbeitenden Müttern die Sorge um ihre Kleinen abnimmt. 1847 ehrt ihn die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg mit der Ehrendoktorwürde als einen umkranz Deutschlands Jugend hochverdienten Mann bis zu Autor Johann Wilhelm Hey. 73 seinem Tode bleibt Hey seiner Überzeugung und seinem Engagement für eine menschengewandte Theologie treu. Vogel am Fenster. An das Fenster klopft es. Pick, pick. Macht mir doch auf einen Augenblick. Dick fällt der Schnee, der Wind geht kalt. Habe kein Futter, erfriere bald. Lieben Leute, oh, lasst mich ein. Will auch immer rechtartig sein. Sie ließen ihn ein in seiner Not. Er suchte sich manches Krümchenbrot. Blieb fröhlich manche Woche da. Doch als die Sonne durch Fenster sah, da saß er immer so traurig dort. Sie machten ihm auf. Husch war er fort. Johann Wilhelm Hey.